komm her. Jo Leute, was geht und willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind heute in Düsseldorf und machen den Anmal-Prank. Ich würde sagen, wir checken mal ab, wie die Düsseldorfer drauf sind. Wir gehen jetzt in Richtung Kö und checken mal ab, wie die Leute sich anmalen lassen. Checken wir mal ab. Oh. Hallo. Wir machen gerade ein YouTube-Video. Ist das in Ordnung, wenn ihr dabei seid? Ja. Darf ich einmal reinkommen? Das. Ja? Cool. Das schaut ja aus wie so ein Russenauto. Das ist kein Russenauto. Und doch, als wäre das so ein Einsatzwagen von den Russen. Ehrlich jetzt. Das ist eine Ami. Ah. Mercedes, alles. Gibt's ja auch so... Ach, wo nennst du eigentlich Kamera hier? Geile ja. Sache. Auf jeden Fall, schönen Tag noch. Leute, ihr wisst Bescheid, Mann. Richtig chillig in so einem Auto, ja? Oh, du bist die falsche Person. Ich wollte dich gar nicht an. Du hast ja jetzt nicht. Ja, ist egal. Ich hab nichts. Aber der ist zu groß. Darf ich den noch weitermachen? Nee. Nur ein bisschen? Nee. Ganz bisschen. Oh fuck, du warst. Du Scheiße. Hä? Nein, Mann, das ist echt. Darf ich noch weitermachen? Ey Leute, habt ihr gesehen? Durch die weiße Hose kommt man einfach ihre Unterhose sehen. Leopardenmuster ist da. Fuck, du bist die falsche Person. Ey, Gott. Ah, du bist die richtige. Nein. Doch, auch dich wollte ich anmalen. Bist du YouTuber? Ey, du hast jetzt so einen Strich drauf. Sag ich mal ernst. Scheiße. Ey, lass mal weggehen. Oh, du... Oh, no. What the fuck? What I have feeling is prank. No, it's really? Yeah, I had Jo Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die krassen Reaktionen gefallen. Auf jeden Fall werde ich das, glaube ich, öfter in Düsseldorf machen, weil hier sind die ganzen kleinen Kinder chilliger drauf. Die rasten mehr aus. Das ist mega nice. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Diesmal wurde ich nämlich nicht mit der Gitarre geschlagen, was bei den letzten zwei Malen der Fall war. Warum auch immer mit der Gitarre, ich weiß es nicht. Ihr wisst Bescheid, Leute. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und ich habe vorhin eine neue Möglichkeit herausgefunden, wie man das Mikrofon befestigen kann, ohne das festzuhalten, und zwar einfach an die Lippe. Und dann kann man perfekt reden, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Wir sollen alle in den Schacht Goldblitzer auf YouTube abonnieren. Viel Spaß auf dem Kanal.